Heidi Ho und Diddlido, das hier ist immer noch die Vorproduktion, jetzt jedoch schon am Mittwoch aufgenommen und ja. Ich ziehe das Video künstlich in die Länge, indem ich einfach schweige. Hey zusammen und willkommen zur 15. Ausgabe der Minecraft Let's Play Serie. Und wie ihr vielleicht bemerkt, sieht alles ein wenig anders aus. Ich habe einfach mal das Faithful Texture Pack draufgepackt. Und jetzt, ja, sieht das alles hier ein bisschen hübscher aus. Und da ist die Spitzhacke kaputt. Und wir haben noch einen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach erstmal nach oben und legen ein bisschen Ballast ab, ne? Und dann schauen wir mal. Ich habe für diese Folge jetzt überhaupt kein Thema überlegt. Ist zwischendurch, glaube ich, auch mal wieder ganz nett. Einfach mal so vor sich hin zu labern. Die nehme ich tatsächlich mal mit. Dann können wir gleich vielleicht ein bisschen so ein paar Samen schon mal pflanzen. So. Hinauf und hinauf. Das Schwert ist auch schon wieder fast kaputt. Krass. Aber hier ist ja alles gut ausgeleuchtet. So, läuft. Ich habe das Gefühl, es läuft sogar noch flüssiger als ohne Texture Pack. Krass. Ja, die Minecraft 1.8.3 ist inzwischen auch draußen. Kann ich hier allerdings noch nicht noch. Kann ich hier allerdings noch nicht spielen, weil mein Optifine da noch nicht mitmacht. Und ohne Optifine würde das Ganze hier überhaupt nicht laufen. Und dass das Schwert fast kaputt ist, bemerke ich gerade, liegt daran, dass wir hier noch ein komplett neues Schwert haben. So. Erstmal ab ins Bett. Guten Morgen. So. Hier mal ein bisschen Gold rein. Da ein bisschen Eisen hinein. Dann gehen wir mal hier hinunter. Dann kommen hier die Steine in die Truhe. So. Dann kommt hier Kohle rein. Und Redstone. Und Lapis Lazuli. Und dann, ja, könnten wir auch schon wieder hinaus. Und mal schauen, wie es unseren Farmen geht. Läuft echt sehr flüssig gerade. Ich schaue mal kurz auf die Frames. Sind gar nicht so viele. Ah, Bäume sind ein paar gewachsen. Ja, cool. Dann ernten wir hier mal das Zuckerrohr ab. So. Ist da noch was drin gelandet? Nee. Dann gibt es Getreide, das wir ernten können? Ja, gibt es. Das hier nämlich. Das hier. Und das noch nicht. Und dann haben wir direkt wieder 5 Samen, die wir pflanzen können. Zack, 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 zack. Und die Kürbissamen pflanzen wir mal da hinten an. Gibt es da irgendeine bestimmte Seite, in der, in welche Richtung die immer wachsen? Ich hoffe mal nicht. Also, hoffentlich in die Richtung, die wir uns ausgesucht haben. So, die Axt wird bald zerbrechen, aber wir können ja erstmal so ein paar Bäumchen pflanzen. Das ist hier noch nicht gewachsen, ich habe jetzt auch kein Knochenmehl dabei. Egal. So. Ja, mit dem Wassereimer, genau. So. Gut. Und du auch. Gut. Wir könnten mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir jetzt schon erstmal die Weltreise machen sollen oder erstmal in der Mine Diamanten farmen sollen, damit wir mal ein bisschen Zeug verzaubern können und vielleicht auch ein bisschen besser ausgerüstet sind. Aber
Darauf werde ich auch erst frühestens in Folge 17 eingehen können. Denke ich. Nee, ist noch nicht fertig. So, dann gebt mir mal eure Setzlinge. Und hier müsste das sein. Genau. So, da ist auch noch Samen. 1, 2, 3. Da. Und 1, 3. Da. Kann man hier tatsächlich mal so ein bisschen... Das wollte ich gar nicht. Na komm. So. So. Das Ganze hier ein bisschen terraformen, ein bisschen flacher machen. So. Wieso habe ich eigentlich eben F3 gedrückt, um meine Frames anzugucken? Ich habe doch oben links in der Ecke die Frame-Anzahl stehen. Oben links, oben rechts. So. So. Da ist irgendwo eine Kuh. Dann machen wir hier auch das Loch mal zu. So. So, kriege ich hier noch Samen? Ja, kriege ich. Wie viele haben wir hier denn jetzt schon? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 8, 12, 12 Eichen, 1, 2, 3, 13 Eichen, 14 Eichen, 15. Die Hälfte. Und zwei neue Birken sind gewachsen. Die snabbeln wir uns auch noch weg. So. Dupai die, Dupai da. Und da ist die Axt kaputt. Dann laufen wir zurück zu unserer Base. Nehmen vorher noch mit, was es mitzunehmen gibt. So. So. Und das hier auch noch. Ah, und die Schwarzeiche ist jetzt auch gewachsen. Lag vielleicht wirklich daran, dass wir einfach nicht im Chunk waren. Dann nimmt er den Ton hier auf? Ich hoffe mal. Sieht schon so ein bisschen aus, aber dann ist es halt nur ein ganz kleiner Ausschlag zu sehen. Keine Ahnung, woran es liegt. Naja. Naja. Wir bringen das Zeug mal hier hin. Hier ist die Holzkiste. So. Und dann müssen wir uns noch ein paar Stickies basteln. Da haben wir noch einen Haufen. Und dann können wir uns noch eine Axt mitnehmen. Machen wir gleich zwei. Einmal kurz anders hinsetzen. So. Und dopp. Dann haben wir zwei Äxte und laufen zurück und fällen uns die Bäume wieder weg.
Ja, Peter. Na komm. So. So. Das hätten wir. Dann den hier. Ich hatte gerade Angst, dass ich die Tonaufnahme falsch eingestellt habe und dass er mir nicht meinen Sound aufnimmt, sondern den von Windows. Boah, ey, das wäre echt schlimm gewesen. Dann hätte ich das alles jetzt eben hier nachvertonen dürfen. Naja, aber sowas kann alles passieren. Ich glaube, es wird Nacht, oder? Kann das sein? Haben wir in dieser Folge schon geschlafen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ganz ruhig. So. So. Und so. So. Dann hätten wir das auch gleich erledigt. Sehr schön. Und da ist noch ein Apfel und ein Setzling. Und dann kann ich da direkt gleich mal nachpflanzen. So. Ich kann ja mal ganz kurz ausrechnen. Wenn wir 1, 2, 3 Reihen haben wollen. So, dann brauchen wir 1, 2, 3, 4. Fünf. Sechs. Verdammt. Drei. Hier ist einer. Ich markiere mir die jetzt mal so. Das sind vier. Fünf. Sechs. Drei. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. So. Dann gehen wir einmal schnell ins Bett. Einmal noch kurz gucken, ob hier noch Setzlinge sind. Gut. Und dann schnell mal eben schlafen. So. So. Gute Nacht. So. Hab die Zeit mal genutzt, um mich auch wirklich nochmal zu strecken. So. Und dann werden wir das Ganze da mal ein bisschen terraformen, dass wir tatsächlich unsere Baumfarm mit 30 Bäumen auch machen können. So. Ach so. Ja, wir brauchen natürlich eine Schaufel. Ganz schön weit. So, die Folge nähert sich auch schon dem Ende.
finde, diese 15 Minuten gehen immer super schnell rum. Aber es ist ganz gut, weil ich habe noch einiges zu tun, bevor ich am Wochenende weg bin. Und dann ist es ganz gut, wenn ich die Folgen schnell abgedreht habe. Dann kann ich mich gleich um den Schnitt des Highlight-Videos kümmern. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle den kurzen Break. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat und freue mich sehr über jedes Feedback. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eure Ukulele.